ist ganz praktisch, das stimmt. Ein Sohn wird erwachsen. Woo! Uiuiui. Dieser junge Mann hat Fähigkeiten erlernt, die es ihm erlauben, dem Gemeinwohl zu dienen. Drück ihm ein Schwert in die Hand, so läuft das. Nee, ein Speer. So, dieser pflichtbewusste Mann hat einen großen Erfahrungsschatz und nee, auf dem Bild war es ein Schwert. Erfahrungsschatz und feilt weiter an seinen Fähigkeiten. Sehr gut, dann feile mal an deinen Fähigkeiten und ich sag dir, was du feilen sollst, okay? du kriegst mehr Autorität und weniger Rekrutierungskosten, wenn bla. Mehr, was bist du, Geheimaktion, Gravitas pro Runde, Forschungsrate, fraktionsweit, Hingabe, kulturelle Konvertierung, Gravitas pro Runde. Ja, Mai soll ein dicker General werden, 7 Autorität, läuft. So ein dicker, fetter General. Dicker, fetter General. Ja, okay, das ist sehr cool. Ihr habt eine neue Fraktion gefunden. Diplomatie mit ihr ist nun möglich. Welche neue Fraktion habe ich denn gefunden? Okay, schaue ich mir gleich an. Oh, und gleich noch eine. Und gleich noch eine. Und verborgener Agent entdeckt. Hattest aber du nicht? Ich. Hab doch. Nein. Deine Agentin. Ein Epidamnos? Ja. Ja. Die war ja gerade in Apollonia auf der Suche nach dem. Die geht nicht so weit. Ich habe gerade einfach nur, um mal zu gucken, drauf geklickt und ich meine, meine Agentin kann keine Attentate. Da habe ich geschaut, bei Agentenumsturz kann man Fehlleitung, die einzige Aktion, die sie durchführen kann. Und sie hat eine Erfolgschance von 17%. Ja. Das wäre dann Geldverschwendung, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. So, aber ich glaube, ich muss trotzdem Rom jetzt dann angreifen, weil die machen, was auch immer sie da drüben in die liebe Dingsdum machen. Sie machen meinen Ruf in Epidamnos kaputt. Oder das warst du, das weiß ich natürlich nicht. War in einem. Ich mach da gar nichts. Ja? Das ist wirklich Rom. Weil, die es haben. Es geht um die kulturellen Unterschiede, glaube ich, oder? Nee. Also auch, aber in Delminium haben die einen. Wie heißt das? Ein Elendsviertel. Und das macht natürlich in der kompletten... Und das macht bei mir auch noch Kacke, oder was? Ja, ich glaub schon. Warte, ich schau mal. Bei ja, mir steht... Ja, genau, Gebäudeverarmung, -4. Ja, nee, das ist was anderes. Kulturelle Unterschiede, -9. Steuern, -5, Sklaven, -6. Aber lol, hellenisch geht rauf, lateinisch bleibt gleich und Balkan geht runter. Hm. Bedeutet, ich habe eine Stadt in dem gesamten Ding, ne? Eine. Ja. Und die schafft es, dass hellenisch ein krasseres, in der kompletten Provinz, einen krasseren Anhänger gewinnt. Gewinn hat als lateinisch. Nee, das ist wirklich nur in der Stadt. Also, wenn du auf Delinium klickst, dann ist da lateinisch. Oder 36%? Ja, bei mir steht, dass hellenisch 47,9% mit den drei Pfeilen nach oben. Mhm. Lateinisch mit 36,3% ohne irgendein Symbol. Ja, okay, dann stimmt das, ja. Und Balkan mit drei Pfeilen nach unten. Mhm. Mit 15,8%. Ja, dann ist es wirklich fraktionsweit, ja. Also, ich würde sagen. Läuft. Läuft, ja. So. Gut. Tempel der Artene. Ein Link. Achso. Öffentliche Ordnung, Forschungsrate, hellenischer kultureller Einfluss, Wohlstand durch Kultur. 10% Wohlstand durch landwirtschaftliche Gebäude.
landwirtschaftliche Gebäude habe ich hier eh eine ganze Menge, deswegen hau rein. So, jetzt habe ich halt fast kein Geld mehr, aber brauche ich auch gerade nicht. Wie lange braucht sich das noch, bis sich die öffentliche Ordnung hier halbwegs normalisiert hat? Änderung pro Runde plus 8. Gebäudezufriedenheit 18. Charaktere plus 4. Ereignisse plus 2. Kulturelle Unterschiede sind nicht so hoch. Sklaven und Instabilität der Provinz ist auch einfach immer noch so ein Manko. Aber wenn ich jetzt meinen Basileus zum Beispiel hier aus der Stadt rausschicke, dann ist es halt schon ganz schön eng. Dann lasse ich ihn lieber noch eine Runde drin stehen. So eine Runde oder so. So ein, zwei Runden. Und dann habe ich noch 5 Runden Zeit, um da hochzulatschen und... Aber du weißt schon, dass Rom jetzt mein Verbündeter ist, ne? Ja, weiß ich. Okay. Deswegen brauche ich umso dringender die Eisenmine. Ja, ich kann auch an Rom vorbei. Allerdings fehlt mir halt dann Illyrien. Ja. Aber also nur so, also wenn du den angreifst, dann sind wir auch im Krieg. Ja. Aber viel ändern wird es nicht. Eben, weil du irgendwo am Arsch der Welt rumgimmelst noch. So. Ey, ich bin in 3 Runden bei dir. Also wir spätestens, sind ein zivilisiertes wenn ich wollen Volk. Ihr könnt frei sprechen und wir geben euch eine ehrliche Antwort. Wie wär's mit einem Handelsabkommen, mein Friend? Okay, mein Volk also ist reich an Intellekt und braucht eure Waren nicht für materiellen Wohl. Nicht-Angriffspakt. Okay, du willst keinen Nicht-Angriffspakt mit mir schließen. Das ist dann natürlich dein Problem, ne? Dann will er Krieg. Ich würde auch sagen, Krieg. Die Götter lassen mich euch zu gehören, aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Worten. Warum wollen die alle nicht mit mir handeln? Weil ich so ungefähr alle Waren importiere. Wir wollen... Ja, ihr, du willst mein... irgendwas nicht... Ich werde mir eure Rede geduldig anhören. Sicher im Wissen, dass ihr etwas lobt. Hey! Im Namen meines Volkes stimme ich zu. Die Verhandlungen sind zu Ende. Und damit auch unser Gespräch. Sehr gut. Du bist ein weiser Anführer. So. Was ist denn mit euch? Seid willkommen und sprecht frei und ohne Angst vor Konsequenzen und Gefahren. Wie, du willst nicht mit mir handeln? Hast du kein Geld oder was? Handel ist eine... Ja, dann, das wäre ein Grund zum Handeln eigentlich. Ja. Willkommen. Ach so, nee, mit Rom will ich keinen Handel. Immer noch nicht. So. Obwohl, das wäre eigentlich... Ich heiße euch im Namen des Volkes willkommen und höre euch an. Die Verteidigung des Staates braucht keinen weiteren Graben und wir verstecken uns hinter niemandem. Also, ich bin mir nicht sicher, ob Rom dich braucht. Ganz ehrlich. Der Typ klingt ziemlich überzeugt, wenn er mir ansagt, die Verteidigung des Reiches braucht keinen weiteren Graben und die verstecken sich hinter niemandem. Okay. Ich weiß es nicht. Also ich was, das hat er gesagt? Ah, Krieg! Ja, du elendiger Betrüger! So, gut, dann, fertig. Fertig. Warte, oh, was? Hä? Was? Stopp. Fraktion angetroffen. Karthago, cool. So. Achso. Hey! Was habt ihr denn noch an Ding? Mein General kann sich auch weiterbilden. Die totale Bildung. Ja, schon. So, habe ich jetzt noch irgend... Warte mal. Wo ist meine zweite Agentin schon wieder? Ich wusste, ich habe vorhin irgendwas vergessen.
Illyrien nervt mich schon ein bisschen. Illyrien nervt mich schon ein bisschen. Aber naja. Gut, ich bin fertig. Gut. Zeichen erreichter Einigung und weiteren kommenden Einigungen. Ich komme mit Ehre und Geschenken. Warum wendet ihr euch auf diese Weise ab? Ja, ich wende mich nicht ab. Ich will dich zum Satrapie machen. Gold? Na, dann nehme ich. Ja, Galatien findet mich auch nicht so toll. Die Freundschaft zwischen Nationen ist anders als die. Oha, die haben den Nicht-Angriffspakt mit uns, also mit mir, beendet. Cool, noch ein Krieg. Yay! Dieser Krieg hat eurem Volk geschadet. Dieser Krieg hat mein Volk geschadet, am Arsch. Wir haben noch gar nicht gekämpft. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung und weiteren kommenden. Ah, schön. Ich find's auch immer lustig, wenn die nur noch so zwei Provinzen oder so haben. Und dann bei dir ankommen, so, ich will Krieg mit dir! Ja, erst, oder dass die wieder Frieden wollen. Und dann sagen so, ja, so, ja, wir sind so gütig und geben dir die Möglichkeit, so ungefähr. Und naja, ich muss einmal niesen und du bist weg. Wie ist der Typ mit den 8 Terminen direkt von deiner Stadtmauer? Egal. Oh, die Wüstennomaden haben gerade Rom verkloppt. So Popogaudi-mäßig und so. So, schon wieder ein General tot. Das ist ja heftig. Heftig. Ja. Ah, warte, ich glaube, ich muss jetzt nochmal in. Man kann ja, das habe ich schon wieder voll vergessen, du kannst ja familiär, also in der Familienpolitik, kannst ja Leute verheiraten. Ja. Und dann kriegst du Kinder und die Kinder werden dann zu Generälen. Ganz genau. Das solltest du auf jeden Fall tun. Ja, weil ansonsten muss ich am Ende doch noch so einen General von massiv blöd Arsch nehmen. Ach krass, heißen die so? Ja. Massiv die heißen Blödarsch. Tatsächlich. Ja, ich habe sie so. Hab keinen anderen Namen zugelassen in meinem Reich. Das mache ich automatisch. Okay. Verstehe ich nicht. Dabei hätte der so viele Chancen gehabt. 1%? Wenn ich alle Armeen oder Einheiten einzeln reingeschickt hätte und zwar rückwärts, dann hätte er vielleicht eine Chance. Wobei, nein. Eigentlich, wenn ich so denke. Nein, eigentlich nicht. So. Du hast jetzt deinen neuen Bogenschützen, kommst jetzt mal dahin. Und ich hoffe, dass der mal gegen die plündernden Armeen was tut. Weil ich meine. Aber was auf jeden Fall schön ist, mein Einkommen steigt jetzt langsam, wo die neue Provinz sich so ein bisschen einlebt und die ganzen. Ja. Wie viel hast du gerade? Einkommen? Ja. 4.500. Mhm. Also in der nächsten Runde nach aktuell. Ja. Jetzt für diese Runde habe ich 4 ungefähr gekriegt. Ich blockiere den mal. Gemeldet und blockiert. So. Wo bist du, mein Guter? Du gehst jetzt da runter.
Du, wenn ich Politiker anheuere, die in einer anderen Familie, dann sind die, also kommen die nicht zu mir in die Familie, oder? Sondern die sind dann einfach nur arbeiten für mich quasi, oder? Warte, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die kommen sogar zu dir. Weil dann könnte ich mir Politiker anheuern, nur um sie zu verheiraten, damit sie Kinder machen, die dann in meiner Familie Generäle werden. Ja, das könntest du machen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht hundertprozentig, ob das so klappt. Ich habe bis jetzt das eigentlich noch nie gemacht. Also ich habe immer meine untereinander verheiratet und ja. Ja, ich kann es ja mal ausprobieren und ja. Wenn er in der anderen Familie bleibt, dann, keine Ahnung, passiert ihm halt vielleicht irgendein Unglück. So, Baubericht. Läuft er zufällig in irgendeinen Speer oder so? Ja, weil er alleine gegen eine ganze Armee antritt und seine Restarmee ist hinten und wartet, so ungefähr. So ungefähr, ja. Wird das laufen, genau. So, yeah, ein Held von mir ist schon wieder ein Level aufgestiegen und das, obwohl er noch gar nichts gemacht hat bis jetzt, außer halt Armee-Rekrutierung. So, mehr gewonnene Einheitenerfahrung. So, Fraktion vernichtet. Warte, das war eine Fraktion, glaube ich, die mir im Weg stand. Oha. Hilft mir relativ wenig, weil das im Grunde nur bedeutet, dass ich jetzt eine noch größere... Illyrien, ermutigte Bevölkerung. Mein Können steht euch zur Verfügung. Und trotzdem... sinkt die öffentliche Ordnung. So. Wie sieht es denn hier aus? Was passiert hier noch? Wollen mich verarschen? Pilotenbogenschützen und ermöglicht Rekrutierung von Pilotenbogenschützen, ermöglicht Rekrutierung von Plänklerkavallerie. Cool, warum sollte ich da noch mehr draus machen? Das ist hat mit der zweiten Stufe alle seine Nutzdinge erfüllt. All seinen Nutzen schon ausgeschöpft. So. So, öffentliche Ordnung und Boost und... Jetzt mal ohne Witz, kannst du irgendwie dafür sorgen, dass meine Agentinnen, die Agenten, die ich zur Rekrutierung bereit habe, scheiße sind? Was? Da kam nur die Hälfte durch, sorry. Ob du irgendwie dafür sorgen kannst, dass die Agentinnen, die ich rekrutieren kann, rein von der Möglichkeit her, schlechter sind als normal? Nein. Okay. Heißt, es liegt tatsächlich an den Agentinnen. Ja, ah, verdammt. Ja. Eine Sache, die ich natürlich jetzt außer Acht gelassen habe, ist... Was? Achso, für verheiratete Charaktere nicht verfügbar. Du bist auch verheiratet. Du bist auch verheiratet. Du bist nicht verheiratet, aber du bist verheiratet. Okay. Alle meine Charaktere sind verheiratet.
Wenn ich einen Politiker anheuern will, hätte ich mehr Geld gebraucht. Und du bist auch verheiratet. Sag mal, kannst du schon heiraten oder noch nicht? Kannst du noch nicht. Und ich habe nicht genügend Geld dafür. Warte mal, was hast du da für, eine, für ein Dings? Hartnäckigkeit, Hingabe, Chance auf die Verwundung feindlicher Agenten aus Notwehr plus 10% und ermöglicht die Fertigkeit motivieren. Ja, das ist mal was. Da hat mein General scheinbar ein gutes Kind gezeugt. Ich bin sehr stolz auf dich. No, ein gutes Kind hat er geboren. Hört, hört. Ich bewege mich unbemerkt. Ja, du bewegst dich unbemerkt so massiv nah an den römischen Stadtmauern lang, wie es nur irgendwie geht. Ich sehe jetzt schon, dass ich nächste Runde eine Meldung kriege. Ihr verborgener Agent wurde entdeckt und ich bin so, du blöd. Du blöder. So. Dann lassen wir mal wieder die Welt mitspielen. Ja. Ja, also da wo ich jetzt gerade bin, findet mit meinem Schiff findet man die gallische Konföderation. Mhm. Und das ist ganz schön weit westlich. Ich würde mal sagen, so ziemlich das westlichste Ende der Karte. Ja. Du hast also auf jeden Fall was vor. Ja. Könnte sein. Aber kann ich, wir können ja keine militärischen Bündnisse schließen. Genau. Scheinbar. Aber kann ich einem Krieg gegen eine Fraktion beitreten? Ein Goldgeschenk, oft als Zeichen tiefer Zuneigung und Respekt. Das wäre noch interessant, mal so rausfinden, kann ich wirklich einfach nur nicht, können wir kein militärisches Bündnis schließen, aber also grundsätzlich, aber wenn es darum geht, gegen eine Fraktion vorübergehend zusammenzutun, ob das geht. Ich meine, man kann das natürlich trotzdem auch simulieren im Zweifelsfall, auch ohne das diplomatisch zu machen. Aber ich glaube schon. Also du könntest, also ich könnte das jetzt mal ausprobieren. Also quasi, warte, Mission, bla bla. Ja, noch bringt's nichts, weil noch würde das im Grunde nur bedeuten, dass mein Schiff jetzt eventuell gleich versenkt wird. Ich werde euch gerecht warte. So. Und ich geb dir. Kannst du annehmen? Ja. Okay. Also, es geht. Es geht wohl. Also, du würdest 8600 Gold bekommen. Ja, aber noch nicht. Weil jetzt gerade ist es für mich einfach insofern doof, weil mein Schiff halt gerade direkt vor denen ihrer Stadt steht. Ja, ja, klar. Wenn es da dran vorbeifährt, dann sehe ich jetzt schon, dass da erstmal ein Katapultgeschoss rauskommt. Piu. Ich erwarte eure Befehle. So. Du gehst jetzt mal nach hier, holst dir nochmal einen Bogenschütze. Dip. Hier. Und es ist ein gutes Leben. Ja, das ist schön. Dann plündert mal weiter. Wie kann die öffentliche Ordnung von dem immer noch positiv sein, wenn zwei fürstliche Armeen daneben plündern? Naja, egal. Weiß auch nicht. Tja, starke Bevölkerung. Noch. Ja. Noch. Ah, was, warte, was will ich denn gerade in... in Ägypten sind jetzt zwei Fullstack-Armeen von mir, aber ich habe ja jetzt mit Rom Frieden geschlossen. Was will ich denn da? Ach, ich könnte in Mauretanien die gallische Konföderation angreifen. Die sind nämlich schon in Afrika. Solche krassen Typen.
Voll cool. Warte, ich frag mal Italien, also Rom, ob die Krieg beitreten gegen die für 8.000. Für 10.000. Niedrig. Okay. Tja, da hättest du bei mir wahrscheinlich noch höhere Chancen. Ja, dir würde ich auch mehr geben, aber Rom nicht. Weil ich weiß, dass Rom, also weil ich weiß, dass du was machen würdest, aber Rom wahrscheinlich nicht. So, Verschleiß. Ja, das kommt vor, wenn man belagert. So, hier kann ich nichts Neues machen. Warte, stimmt. Also, du gehst mal hier hin. Du gehst mal weiter. Du gehst mal auch weiter Richtung Gallische Konföderatione. Maxima, so. Keine Ahnung, was ich gerade rede. Geht es uns nicht immer so? Ja, wahrscheinlich. So, du bleibst da. Gut, Runde beenden und ich gehe mal aufs Klöchen. Gut, viel Spaß. Jo. So. Eigenschaft erhalten. Ey, der Typ ist echt strong. Wir hungern nach einer Schlacht. Also der. Der ist. Mit dem kann man arbeiten. Oh, ihr habt eine neue Fraktion gefunden. Gut, dass ich davon was sehe. Und die Bevölkerung in Thrakien ist besorgt. Weshalb denn? Bei euch ist doch alles gut. So. Da ist jetzt auch dann bald alle Unstimmigkeiten beseitigt. Zu euren Diensten. Und die hier können wir schon mal im Gewaltmarsch da raufschicken. Beeilt euch, Männer! War das alles? Auf diese Weise haben wir nämlich immer noch. Na, ich sehe nichts. Haben wir immer noch Plus, wenn auch nicht mehr so viel. Der kann da eigentlich langsam mal aufhören damit. Bin wieder da. Ist okay. Juhu. So, oder wir schicken den im Gewaltmarsch bis dahinter. Dann hat der, genau, sorgt dafür, dass wieder die öffentliche Ordnung schneller hochgeht. Und ich probiere das jetzt aus mit dem Politiker. Okay. So, warte. Jetzt will ich natürlich auch einen guten Politiker anheuern. 10%, minus 10% Baukosten für Militärgebäude ermöglicht Fertigkeit motivieren, plus 1 Hingabe. Effekte des Kommandanten. Minus 10% Widerstand gegen fremde Besetzung. Das ist was Positives. Ach so, weil der... Ja. Ah, okay. Mhm. Ermöglicht Fertigkeit motivieren, plus 1 Hingabe, plus 10% Chance fallen hergehen auszuweichen, ermöglicht Fertigkeit motivieren und Geheimaktion. Okay, ich glaube, ich nehme den in der Mitte. Okay. Du bist eindeutig in der falschen Fraktion, mein Freund. Ja, also hast du dich ja jetzt in die Fraktion reingeheiratet quasi? Nee, ich hab ihn ja nur angeheuert. Ich hab einen Politiker angeheuert. Das gibt da ja, wenn du auf die Dings gehst, gibt's ja ein Fenster Politiker anheuern. Mhm. Und wenn du den anheuerst, dann der hat schon eine Fraktionszugehörigkeit und wenn du ihn anheuerst, dann wird er im Grunde halt nur noch aktiv. So, mhm. Aber sonst ändert sich nichts. So. Das Geheimaktion beim Anführen einer Armee. Was können Generäle für Geheimaktionen durchführen? Kämpfen.
So. So, mein Friend. Ich glaube, ich habe gerade beschlossen, dass du dir eine Beförderung verdient hast. Habe ich das beschlossen? Loyalität für alle anderen Parteien für 2 Runden. Nächste Stufe, die Castes. 6% Steuersatz in der Ding. Loyalität für die politische Partei, die dieser Charakter angehört. Minus Unterhalt für alle Landeinheiten in der Armee. Klingt geil. Nehmen wir. So, herzlichen Glückwunsch. Helenus. So, Autorität, öffentliche Ordnung pro Runde, lokale Provinz, Moral für alle Einheiten beim Kampf in eigen, bla bla. Forschungsrate. So, nehmen wir das. Gut. So, was mit dir? Wer bist du eigentlich? Kenn ich dich? So, du kannst heiraten. Wer bist du? Herodot? Ist das nicht der? Nee, das ist jemand anders. Okay, Herodot, heirate. Los. So. Gut. So, Leute. Was hast du da jetzt für ein Ding dazu gekriegt? Scharfzüngige Ehefrau, oh je. Minus Autorität, aber öffentliche Ordnung. Habe ich nichts gegen. So. Aber du bist Politiker, oder? Du siehst nicht so aus, als wärst du im öffentlichen Dienst. Ich kann... Okay, aber ich kann das leider nur mit Leuten aus meiner Familie machen, sie zum Selbstmord motivieren. Mhm. Okay. Du stehst schon da. Du stehst noch da. Wieder unterwegs. Nur Arbeit. Hey, ich habe deinen Diplomaten-Heini gefunden. Wow. Hä? Der ist doch halt schon ganz weit weg. LP nur. Ja. Steht in Malwa. Oder hinter Malwa. Ja. Hast da wohl auch Agenten, ha? Ich hab da Einheiten. Hä? Die sehe ich aber nicht. Ja, also die... Sicht, das Sichtfeld von dem ist nicht sehr groß. Ja. Naja. So. Jetzt habe ich halt immer noch Geld. Was mache ich damit? Man könnte auch sparen. Könnte ich, ja. Aber ich habe noch Sachen, die ich halt ausbauen kann in der Stadt. Deswegen. Ja, dann lohnt sich das schon. So, und das sind... Aktuell hauptsächlich Nahrungsgeschichten, aber ich bin ein echt großer Freund von diesem Reisdingens. Ja. Weil du hast zusätzliche Armeeverstärkung in der Provinz. Du bist, also sie machen keine, weiß schon, ne? Negativ, also öffentliche Ordnung. Ja, kein Minus auf öffentliche Ordnung. Geben dir mehr Nahrung. Sind aber halt lange nicht so effizient wie diese Rinderfarmen oder das Getreidefeld ist ja der Hammer. Dieses Getreideding ist ja überkrank. Getreidegrube, also Grundbesitz gibt 15 Nahrung bei mir. Bei mir ist es, sind es aktuell Bewässerungsgräben, die 10 Nahrung geben. Und minus 3 öffentliche Ordnung, also ist schon ordentlich. Ja. So. Also Viehstall, also das mit den Rindern, gibt halt mehr Geld dann. So, bist du dieser Herodotos? Herodot meine ich natürlich. Dort. Oh,
Gott, hat der viel Boni, das ist ja heftig. Effekt des Kommandanten, 4+4% Chance auf die Verwundung feindlicher Agenten aus Notwehr, -5% Steuersatz, +2 Gravitas, +4 öffentliche Ordnung, ermöglicht Fähigkeit motivieren, -Autorität, +Geheimaktion, +Hingabe, +öffentliche Ordnung, Militärpräsenz, -2 auf die Abkühlzeitalter Spezialfertigkeiten, +5% Waffenschaden für die Einheit des Kommandanten, +5% Geschossschaden durch die Einheit des Kommandanten. Ich könnte 6 Armeen bauen. Und ich habe gerade nicht mal 3 komplette Provinzen. Ja. Welcome in Sparta. So ungefähr. So. Ja, wenn man sich das halt noch leisten könnte, nicht wahr? Mhm. So. Ja, dann... bin ich für den Moment.